Wer häufig im Büro am Schreibtisch arbeitet, der kennt die Probleme. Man holt sich einen Kaffee und schon ist er kalt, man schwitzt, weil die Klimaanlage nicht funktioniert und mein Lieblingsstift lag eben gerade noch genau da und plötzlich ist er weg. In solchen Situationen können Schreibtisch-Gadgets Abhilfe schaffen. Wir haben uns einige davon angeschaut. Viele Kaffeetrinker mögen ihren Kaffee warm. Damit er bei der Arbeit nicht zu schnell runterkühlt, gibt es USB-Tassenwärmer. Ob unser Modell das hält, was es verspricht, das schauen wir uns jetzt an. Ich habe mir gerade einen frischen Kaffee geholt, der ist noch schön warm und ich möchte auch, dass es so bleibt. Dieser Tassenwärmer wird über USB mit Strom versorgt und wird bis zu 80 Grad warm. Wir haben jetzt hier die Variante in Lightwood, also dem hellen Holz. Es gibt das Ganze noch in einem dunklen Holz, in einer Marble-Optik, in Porzellan oder mit Wassertropfen, also in verschiedenen Dekoren und dadurch passt es sich relativ schön dann auch auf jeden Schreibtisch ein. Man darf dabei natürlich nicht vergessen, nicht jeder mag jetzt gerne warm gehaltenen Kaffee. Es gibt ja auch schließlich bei so einer ganz normalen Filterkaffeemaschine diese Warmhalteplatte unten. Der wird jetzt über die Zeit nicht besser, aber wenn ich mich jetzt zu konzentriert auf meine Arbeit gestürzt habe und eine Weile lang nicht auf meinen Kaffee geschaut habe und der plötzlich kalt ist, dann ist natürlich auch ärgerlich. Hier kriege ich ihn immerhin warm gehalten und ich muss sagen, er ist jetzt tatsächlich auch immer noch, wir haben jetzt gerade mal 10 Minuten gewartet, lässt sich immer noch gut trinken. Und die Warmhalteplatte ist tatsächlich extrem heiß, also 80 Grad kriegt das Ding, das heißt, man sollte auch nicht drauf fassen. Ist aber tatsächlich für die Tasse super, weil es so auch durch das Porzellan der Tasse sich gut durcharbeitet. Und ja, wir haben jetzt hier einen warmen Kaffee, auch über längere Zeit. Die Hitzewelle in diesem Jahr hat uns alle kräftig ins Schwitzen gebracht. Besonders Leute in Großraumbüros mit fehlender Klimaanlage mussten sich da selbst zu helfen wissen. Für solche Situationen gibt es USB-Ventilatoren und so einen schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben hier so ein Exemplar mit so einem Schwanenhals, auch das kennen wir schon von den Smartphone-Haltern. Und damit können wir ihn in jede erdenkliche Position bringen, so wie wir ihn gerade brauchen beim Arbeiten, können damit also entweder unseren Kaffee kühlen oder halt das eigene Gesicht. Und dann machen wir den an und dann bekommen wir hier einen angenehmen Luftzug ins Gesicht. Ein zusätzlicher Vorteil bei diesem Ventilator sind kleine verbaute LEDs und die zeigen im Rotorblatt die Uhrzeit an. Das ist jetzt nicht besonders schön, weil es ist sehr, sehr grell in diesem grünen und roten Licht, aber es funktioniert relativ gut. Ich sehe hier sogar mit Sekundenzeiger ganz genau, wie spät es ist. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob ich rausfinde, wie man hier die Uhr stellt. Die Lautstärke des Ventilators ist tatsächlich so, dass sie jetzt beim normalen Arbeiten gar nicht so sehr ins Gewicht fällt. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn es besonders leise im Raum ist und alle still arbeiten, dass das dann schon mal nerven kann. Aber so ist es jetzt nicht das größte Problem. Aber es ist tatsächlich die Lichtquelle, also dass dieser Ventilator die ganze Zeit leuchtet und das in diesen grellen Farben, was ein bisschen stört. Es wäre schön, wenn man den noch zusätzlich ausstellen könnte. Dann wäre das ein schönes Gadget, das praktisch wäre, es ab und zu auch mal zu benutzen. Aber so würde ich wahrscheinlich einen anderen Ventilator benutzen. Mein Lieblingsstift ist übrigens nicht wieder aufgetaucht und mittlerweile habe ich auch meine Schere verlegt. In solchen Situationen kann mir eigentlich nur ein Schreibtischordnungssystem helfen und so eins haben wir uns mal genauer angeschaut. Damit mir so etwas nicht wieder passiert, habe ich jetzt hier dieses Ordnungssystem aufgebaut. Und hier sieht man zwei verschiedene Fächer für meine ganzen Stifte. Das heißt, mein Lieblingsstift würde da jetzt, wenn er irgendwann wieder auftaucht, einfach auch drin seinen Platz finden, genauso wie die Schere. Und alle anderen Sachen, die ich so brauche, sind ja auch mit drin. Das heißt, ein paar Büroklammern, ich habe hier meine Stempel, mein Radiergummi, mein kleines Glücksschweinchen, mein Tintenfass. Und damit bin ich ganz gut aufgestellt. Dazu habe ich aber jetzt hier die große Möglichkeit, auch mein Telefon zu laden. Für diese Ladestation haben wir zwei verschiedene Einsätze, und zwar einmal für Lightning und einmal für USB-C, wo wir also das Kabel dann relativ leicht durchfädeln können. Das funktioniert dann auch mit Hülle, weil wir haben ja auch ein bisschen Spielraum, sodass also auch wenn hier eine Hülle drum wäre und der Abstand ein bisschen größer, das Ganze trotzdem halten würde, weil wir es halt selbst zusammenstecken. Die anderen beiden Gadgets, die wir benutzt haben, werden ja schließlich auch mit USB betrieben. Und da kommt unser Ordnungssystem hier ganz groß raus. Denn an der Seite haben wir noch drei zusätzliche USB-Slots, mit denen wir alle strombetriebenen Geräte anschließen können. Hier ist dazu zu sagen, dass wir keine Datenübertragung darüber machen sollten. Dafür sind die Ports nicht gedacht, sondern tatsächlich sind sie in erster Linie als Stromversorgung zu benutzen. Wo wir jetzt gesagt haben, dass gerade dieser Tassenwärmer sich natürlich durch seine verschiedenen
Dekormöglichkeiten besonders gut auf den Schreibtisch anpasst. Ist das hier bei dem Ordnungssystem nicht ganz so. Es kommt in dieser einen Ausführung, die ist schwarz-weiß und ist Plastik. Das kann man jetzt mögen, muss man aber auch nicht zwingend. Ist aber verhältnismäßig gut verarbeitet. Es gibt ein paar unsaubere Stellen, aber das ist ja auch logisch bei einem Produkt in dieser Preisklasse. Dazu sind die USB-Ports ein bisschen wackelig, aber das ist alles etwas, was man für ein Gerät, das am Ende nur in der Ecke steht und da benutzt werden soll, total verschmerzen kann. Mir hat auf jeden Fall das Schreibtischordnungssystem am besten gefallen. Es hat einfach die meisten Funktionen, die ich auch sinnvoll finde. Der Tassenwärmer macht, wie gesagt, einfach dann die Tasse warm und so warm gehaltene Getränke sind nicht immer das Leckerste auf der Welt. Genauso wie der Ventilator, der ist zwar praktisch und gerade jetzt ist es ein Gadget, das man gerne haben möchte. Allerdings ist diese LED jetzt auch etwas, wo man sagen kann, ja, ist nice to have, aber auch nichts, was ich unbedingt haben muss, vor allem weil sie halt nicht auszuschalten ist. Welches Schreibtisch-Gadget hat dir am besten gefallen oder welches findest du vielleicht sogar unnötig? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare. Abonniere den O2-Kanal, um keins unserer Videos mehr zu verpassen. Und nicht vergessen, der Klick auf die Glocke.